Was sagst du zu den Vorwürfen von Künast, also Renate Künast, hinsichtlich deiner Wirtschaftsvorstellungen? Du musst kurz sagen, was er dir vorwirft und was du dazu erwiderst. Was wirft die mir denn vor? Ja. Das weißt du nicht. Ich sehe die im Moment alle zwei Tage auf Podien, weil sie ja auch in meinem Wahlkreis kandidiert. Sie hat gesagt, du willst die DDR-Wirtschaft einführen. Renate Künast hat das gesagt. Ja. Wo? Ja, das weiß ich nicht wo, aber ich habe es gelesen. Ein starkes Stück. Ja, und ich dachte, dazu könntest du doch, frag sie mal das nächste Mal, wie sie darauf kommen. Sie meint es natürlich ein bisschen polemisch, aber so im Kern. Ja. Naja. Also ich rate dir ab, die DDR-Wirtschaft einzuführen. Das würde ich. Ich werde ihr sagen, ich habe mich mit Zeitzeugen beraten und bin zu dem Schluss gekommen. Wir haben sehr richtig. Andere Lösung gefunden. Nein, das ist, also auch dieses Argument DDR, das wirst du auch kennen. Ja. Das ist ja eines, was linken Politikentwürfen so als Pauschalvorwurf entgegengebracht wird. Wenn der Gysi oder der Kühnert sich mit ihren Vorstellungen durchsetzen, dann ist das ja wie DDR. DDR kann an dieser Stelle auch durch Venezuela, Kuba oder sonst irgendwas ersetzt werden. Also Hauptsache, es klingt erstmal ganz schrecklich. Das ist A, eine Denkfaulheit, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen. Man muss unsere Konzepte ja nicht teilen, aber es wäre ganz schön, wenigstens sich in der Sache ihn mal anzunehmen und zu sagen, warum man wie zu welcher anderen Position im Steuersystem, in der Mietenregulierung und so weiter kommt. Das scheut die politische Konkurrenz eben häufig. Und zweitens, man muss eben immer wieder dazu sagen, die DDR hat einen Wesenskern gehabt. Und wenn man den ausgesprochen hat, muss man sich über den Rest des Wirtschaftssystems dann auch nicht mehr unterhalten. Die DDR ist keine Demokratie gewesen. Sie ist ein Parteiensystem gewesen. Das war eine Diktatur. Diktatur gewesen. Sie hat die Meinungsfreiheit eingeschränkt, sie hat die Berufsfreiheit eingeschränkt, alles, was uns heilig und wichtig ist, die Vereinigungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und so weiter und so fort. Und wenn diese Grundlagen nicht gegeben sind, ist das, was ich, und ich denke, ich kann sagen, was wir uns unter linker Politik vorstellen, nicht möglich, weil wesentliche Grundfesten dafür nicht gegeben sind.